Das klingt nicht gut für die wohl bekannteste deutsche Automarke. Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig, sagte VW-Markenchef Thomas Schäfer bei einer Vollversammlung der Vertrauensleute in Wolfsburg. Der Grund, der Hersteller produziert zu teuer. Schäfer bereitet die Belegschaft auf einen Stellenabbau vor. Die Marke VW sei mit den bisherigen Strukturen, Prozessen und hohen Kosten nicht mehr wettbewerbsfähig. VW-Personalvorstand Gunnar Kielan brachte dabei das Thema Altersteilzeit ins Spiel. Wir müssen die demografische Kurve konsequent als Vorteil begreifen, sagt er. Der größte Teil der Einsparungen werde allerdings über andere Maßnahmen erbracht. Wie viele Stellen wegfallen sollen, bleibt vorerst offen. Management und Betriebsrat verhandeln derzeit über ein Effizienzprogramm, das bei der Marke insgesamt 10 Milliarden Euro einsparen soll. Bisher gäbe es noch keine Entscheidungen, hieß es in einer Mitteilung. Bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg am 6. Dezember sollen die Beschäftigten über den Zwischenstand informiert werden. Insbesondere Tesla hat einen großen Effizienzvorsprung. Schon 2022 sagte der damalige Konzernchef dies, der US-Konzern sei in vielen Prozessen doppelt so schnell wie offenbar erfolgreich. Stellantis prescht gerade mit einem erschwinglichen Elektroauto vor, das unter 20.000 Euro kosten soll. 2024 wird wirtschaftlich ein sehr anspruchsvolles Jahr, hatte Konzernchef Oliver Blume zuvor gesagt. Allerdings will er erste Erfolge der angestoßenen Initiativen sehen. Ziel ist es, den Konzern stabil zu managen, um ab 2025 durchstarten zu können. Auf dem hart umkämpften Automarkt in China will Volkswagen künftig verstärkt auf chinesische Zulieferer setzen und sich damit auch vor internationalen Krisen schützen.